Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch 5 Tipps zum Meditieren mit Kindern geben. Denn ich habe letztens das Buch Meditation für Kinder vorgestellt und auch eine Meditation für Kinder online gestellt. Und da kamen dann so einige Erfahrungsberichte, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und natürlich aber auch einige Fragen, einige Dinge, die dann aufgetreten sind beim Meditieren bei den Kindern. Bei den meisten waren es auch die ersten Versuche. Und deswegen wollte ich heute nochmal 5 Tipps geben, die euch auch den Einstieg in die Meditation mit Kindern erleichtern sollen. Tipp Nummer 1 ist eine gewisse Regelmäßigkeit. Also, dass man nicht heute mal meditiert und morgen und dann erst wieder in 4 Wochen, sondern dass man schon für sich so einen Rhythmus mit den Kindern entwickelt. Sei das jetzt, dass man das tatsächlich jeden Abend für 5 bis 10 Minuten integriert. Meditation kann man ja auch auf unterschiedliche Art und Weisen machen, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Oder dass man so sagt, immer sonntags oder immer am 1. und am 15. oder was auch immer. Also dass man für sich persönlich als Erwachsener eine Routine entwickelt, um da auch für das Kind eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Zweitens ist, Kinder meditieren anders als wir. Das heißt, die Erwartungen, die man halt vielleicht als Erwachsener hat von seinen eigenen Meditationserfahrungen oder was man so über das Meditieren mal gehört hat, sollte man grundlegend ablegen. Ich habe auch 2 Kinder und beide Kinder meditieren komplett unterschiedlich. Also Vincent ist das klassische Vorbild wirklich. Also der kann 30 Minuten meditieren, locker. Der legt sich hin, der schließt die Augen, der macht alles super mit und der wacht dann aus der Meditation auf und ist so, boah, das war richtig gut. Also der ist da einfach extrem, extrem zugänglich. Das war aber natürlich ganz am Anfang, als ich mit ihm angefangen habe, vor fast 3 Jahren, nicht so. Da hat er auch manchmal mit offenen Augen meditiert. Dann hat er auch mal rumgezappelt. Den einen Tag hat er nach 3 Minuten abgebrochen, was völlig in Ordnung ist. Den nächsten Tag ging dann wieder 10, 15 Minuten. Also meditieren, und das sage ich auch selber immer, wenn ich Meditation für Erwachsene anleite, da gibt es kein richtig oder falsch. Und gerade bei Kindern ist das auch super wichtig, dass sie da nicht korrigiert und nicht, das muss aber so oder so sein. Und halt auch dann vielleicht selber enttäuscht seid, weil es nicht so geworden ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also ein bisschen darauf achten, wie meditieren denn eure Kinder, wie sind die so, und denen vor allen Dingen auch Zeit geben. Und so wie euer Kind meditiert, ist es richtig für euer Kind in dem jetzigen Stadium, zu dem Zeitpunkt, was es jetzt kann, und es wird sich mit der Zeit verändern. Der dritte Tipp ist, bereitet eure Kinder auf die Meditation ein Stück weit vor. Also erklärt ihnen auch, was da passiert, was da mit ihnen gemacht wird, wofür das auch gut ist. Also erklärt ihm vorher, warum wollen wir eigentlich meditieren? Und da hat ja jeder so seine eigenen Gründe. Bei mir war es vorrangig, weil ich selber meditiert habe und das gerne an meine Kinder weitergeben möchte. Da war aber der Vorteil natürlich, sie wussten von mir, dass ich meditiere, und ich habe das als Übergang, als Brücke genutzt, um ihnen zu zeigen, was ich da eigentlich ganz konkret mache und warum ich das so gern mache. Und Vince hat das jetzt absolut verstanden. Und dadurch wird es natürlich auch einfacher, wenn ich im Beisein der Kinder meditiere, weil er ganz genau weiß, was ich da gerade mache, was da passiert und dass es besser ist, wenn man da in dem Moment nicht gestört wird. Vielleicht ist es für euch aber auch einfach, dass euer Kind Konzentrationsprobleme hat oder dass die Schule sehr anstrengend ist, dass ihr ihm helfen wollt, zu entspannen, oder dass ihr sagt, wir wollen einfach mal 10 sehr, sehr intensive Minuten miteinander verbringen, und das ist mein Ansporn. Also erklärt dem Kind vorher kindgerecht, warum möchte ich eigentlich mit dir meditieren? Was passiert da mit dir? Also du wirst entspannt, ne? Also auch die Kinder darauf vorbereiten, was da mit einem passiert, also dass die entspannt werden und dass da vielleicht auch manchmal Gedanken und Gefühle kommen, die sonst eigentlich gar nicht so da sind. Und auch im Nachgang, nach der Meditation, über das sprechen, was da passiert ist. Also wie war das für dein Kind? Was hat das Kind erlebt? Was hat es gefühlt? Damit auch du einen besseren Einblick bekommst, wie weit ist dein Kind? Wie meditiert dein Kind, um dann die Meditation auch entsprechend eventuell anzupassen? Dann habe ich noch 2 Produkttipps. Zum einen helfen natürlich auch ätherische Öle sehr dabei, die Meditation für Kinder zu unterstützen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Serenity, aber nur weil ich das gerade auch im Diffuser habe. Lavendel ist zum Beispiel genauso gut. Also ich würde jetzt hier Serenity oder Lavendel ist so mein Nummer 1 Öl eigentlich für Kinder empfehlen.
das entweder vorher verdünnt auf die Fußsohlen oder auf die Wirbelsäule aufzutragen oder während der Meditation zu diffusen, weil das natürlich nochmal ein zusätzlicher Verstärker in die Entspannung ist, in dieses Loslassen ist, in dieses Runterkommen ist. Man das Kind also dabei unterstützt, runterzukommen, entspannen, sich mehr auf die Meditation einlassen zu können. Wenn ihr Fragen zu den ätherischen Ölen habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Bitte, also dieser eine Hinweis, ich benutze ausschließlich die Öle von doTERRA, weil ich hier einfach weiß, dass die 100% rein sind. Ich würde zum Beispiel niemals zu DM oder Rossmann gehen und da Öle kaufen und die meinen Kindern dann irgendwie auf die Fußsohlen schmieren. Würde ich nie, nie, niemals tun. Also wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und mein letzter Tipp ist etwas, habe ich bei Instagram schon vorgestellt vor einiger Zeit. Wir haben das jetzt ausgetestet und zwar die Meditiere. Das ist aus dem Hörverlag Entspannung für Kinder, Fantasiereisen, 12 Geschichten zum Meditieren. Und da ist auch hier ist so ein Türschild dabei, was man dann auch an die Tür hängen kann, wenn das Kind dann auch wirklich selbstständig meditiert oder wenn noch Leute mit euch zusammen wohnen. Bitte nicht stören, wir sind auf Fantasiereise. Das finde ich richtig toll. Und es gibt auch noch andere. Also ich habe jetzt diese hier, die verlinke ich euch auch gerne unten in der Infobox. Kriege ich das hier raus? Nicht so richtig. Dann zeige ich es euch so. Es gibt auch noch diese zwei. Und weil mir die so gut gefallen, werde ich die auf jeden Fall auch noch holen. Und genau, die ganze CD hat eine Laufzeit von 79 Minuten. Und ihr habt 12 Meditationsreisen. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was die Fantasiereisen für eine ungefähre Länge haben. Die kleinen Geschichten wie Barfuß im Sandkasten, Reise durch die Wolken oder Wie ein Fisch im Wasser bringen die Kinder auf eine Insel der Ruhe. Mit sanfter Stimme, untermalt von ruhiger Instrumentalmusik, sind die Fantasiereisen zur Entspannung zwischendurch oder als Einschlafhilfe gedacht. Kurze und längere Geschichten, viele verschiedene Themen, so eignet sich die neueste CD aus der Reihe Die Meditiere für kleine und größere Kinder. Ob im Weltall oder durch die Nacht. Mit dieser CD lässt es sich wunderbar entspannen. Und ganz nebenbei fördert eine Fantasiereise den Wortschatz und die Kreativität und motiviert Kinder selbst, Geschichten zu erfinden. Die Fantasiereisen sind für zu Hause in der Familie, aber auch für die Kindergartengruppe oder die Grundschule gut geeignet. Und das habe ich mit Vincent ausgetestet, weil Svea noch nicht so weit ist. Also mit Svea machen wir so die Anfangsübungen, sich auf seinen Atem konzentrieren, mal den ganzen Körper spüren. Weiter sind wir da noch nicht. Aber Vince ist da schon wirklich sehr gefestigt. Also der macht Fantasiereisen und Meditationen bis zu 30 Minuten locker. Und deswegen waren ihm diese Fantasiereisen auch zu kurz. Wir machen die trotzdem jeden Tag und er fordert die sich auch ein, aber ihm sind die eigentlich zu kurz. Das heißt, für ihn sind das geile Sachen für mal so zwischendurch, aber abends zum Einschlafen möchte er tatsächlich längere Sachen haben, weil er dieses Gefühl der Meditation schon so gut spüren kann und so sehr liebt, wie ich das tue. Aber für den Einstieg oder wenn ihr was Geführtes sucht, was nicht so lang ist, kann ich die CD wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ist wirklich sehr gut gemacht. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Das waren meine 5 Tipps zum Meditieren mit Kindern. Ich hoffe, die haben euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder auch eigene Tipps, dann schreibt die jetzt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Gebt ihm einen Daumen hoch und hinterlasst ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!